ciao Kerbel, Gut, abrazzo! Ey Kerbel, Darmstadt ist doch so wunderschön, So schön! Und die Schloss, und die Landesmuseum, und die Ehrengarde. Wer? Na, die Ehrengarde, wo du kannst spazieren gehen. Ach, du meinst die Herrengarde? Ganz genau. Ja. Aber sag mal, was ist das für eine Scheppekaste hinter uns? Das ist das Stadion. Was? Ich bin noch nie gesehen in die Darmstadion. Mein Essen ist noch im Magenstadion. Ah nein, no, das ist ein super Haus. Da wollten sie mal eine Skihalle drin bauen. Was? Skifahren in Südhessen? Ja, du siehst es am Schäferdach. Das war die Abfahrt. Wow! Und hat das nicht so funktioniert? Naja, du kennst ja Darmstadt. Die haben erst das Dach drauf gebaut und dann haben sie gemerkt, dass gar kein Schnee drin liegt. Und was haben die dann draußen gemacht? Und dann wollten sie die größte Carrera-Bahn von Europa neu bauen. Das klingt spannend und nach ganz vielen Spaß. Viel Spaß! Und? Hat das geklappt? Nee, in Darmstadt setzen wir eher aufs Fahrrad als auf die Carrera-Bahn. Ja, ja, die Energiewende ist schon am Laufen, meine Freunde. Hä? Und was machen die jetzt da drinnen? Das zeige ich dir auf, geh mal mit mir. Ja! Kerbel. Das ist hier wirklich ein so beeindruckende und große Haus. Und hast du das hinter uns gesehen? Nein, was ist das? Das sollte mal die Wasserrutsche werden. Was? Eine Wasserrutsche in eine Carrera-Bahn, die eigentlich mal eine Skihalle sein sollte? Ja, die haben kurz überlegt, ob das vielleicht doch ein Spaßbad gibt. Ah, und was für eine Spaße kann man hier haben? Wenn du die Rutsch runterrutscht, geht's direkt ins Wellenbad. Was? Eine Wellenbade? Gibt's noch andere Wellness-Attraktionen? Natürlich, dass die Sauna wäre da gewesen. Ah! Und da wäre gewesen das Dampfbad. Dampfbade? Und natürlich Thai-Massage. Thai-Massage? Das klingt wirklich entspannend. Und hat das dann wenigstens geklappt? Ja, heute ist es ähnlich als eine Tiefgarage. Kerbele, das ist ja wirklich eine unheimliche große Saale hier. Hä? Das ist ein Riesenraum. Wahnsinn. Aber sag mal, die ganzen Stühle da, ist das vielleicht ein Ausstellungsraum von einem Möbelhaus? Nein. Stopp. Das ist ein Therapiezentrum für Theaterstühle. Was? So was gibt es? Natürlich. Auf so einem Theaterstuhl hockt jeden Abend einen anderen Arsch. Das gibt's ja nicht. Und da konnten die sich hier schön ausruhen? Die werden hier mal richtig schön in die Reihe gestellt. Oh. Gestapelt. Wahnsinn. Und dann kann man auch sprechen drüber. So ein Stuhl hat ja auch was zu sagen. Das stimmt. Kerbel, das ist wirklich toll, was es hier alles gibt. Eine Skihalle, Carrera-Bahn, Spaßbad, Wellnesszentrum und sogar noch Stuhltherapie. Da wäre ich auch gerne einen Stuhl. Komm, wir hocken uns dazu, mein Freund. Alles klar. Kerbele, ich sag mal, hier ist alles mit so wunderschönen Beton gemacht. Aber was ist das da für eine abgewrackte Mauer hinter uns? Das ist genau andersrum. Das ist der Neubaubereich. Der Neubaubereich? Ja. Was wird denn da gebaut? Die haben gemerkt, dass sie in den Beton gar keine Nägelchen reinkriegen. Das stimmt natürlich. Und jetzt bauen sie alles nochmal mit Sandstein drunter. Wahnsinn! Ja. Und was für eine Mauer genau soll das dann werden? Das ist die hessische Mauer. Die hessische Mauer? Das stimmt natürlich. Hessische Mauer. Und was ist die hessische Mauer genau? Die soll Darmstadt und Hessen trennen. Ah! Wollen wir jetzt ganz für uns alleine sein? Na, no, wir haben es nicht so hoch gebaut, dass wir drüber heben können. Was für eine Schwachsinn! Wie
Willkommen im Darmstadtium. Ganz genau. In die Skihalle mit den Spassbädern und die Therapiezentrum für die Stühle und die hässliche Mauer. Aber Kerbel, sag mal, was genau machen wir zwei jetzt hier eigentlich noch? Wir finden es so schön, dass wir die nächsten 15 Jahre am Infopoint vom Darmstadtium schaffen. Ja, endlich eine anständige Job. Wo darf sie hingehen? Wo wollen Sie? Haben Sie eine Termine?